Mädel zusammen. Ja, ihr merkt es, hier ist momentan auf dem Hauptkanal so ein bisschen Ruhe und wenig los. Das tut mir auch leid, aber ich denke, die meisten von euch werden es mitbekommen haben, dass auf dem Zweitkanal gerade relativ viel passiert. Es ist halt immer das Ding, ich möchte halt irgendwie beides befüttern können und in die Thematik, in die wir im Zweitkanal reingestoßen sind oder in die ich reingestoßen bin, die finde ich doch eigentlich sehr interessant und auch wichtig fürs Game und deswegen werde ich da jetzt auch noch in nächster Zeit ein bisschen mehr Zeit aufwenden. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, Link dazu findet sich jetzt hier gerade oben und ansonsten auch am Ende vom Video werde ich nochmal die Videos, die zu dieser Thematik erschienen sind bisher, verlinken. Aber kommen wir zurück zu unserem kleinen Classic League, den ich heute mal hier hochladen darf. Viele liebe Grüße gehen raus an Schrabadabba, also an die Schrabbermulle von Rainers ehemaligen Discord. Vielen Dank zur Verfügung stellen. Freut mich auf jeden Fall, dass ich das verwenden darf. Sie hat mir das zugespielt und hat gemeint, ja, kannst du ruhig bei dir irgendwie hochladen. Ist Zeug, das man noch nicht kennt im Endeffekt. Und daher habe ich mir gedacht, ich stelle es euch jetzt auch mal mit der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung und wünsche euch viel Spaß. Und ich hoffe, wir können bald mal wieder hier loslegen. Ich gebe mir Mühe. Genau. Bis dahin, euch eine gute Woche. Medal off. Ja, hallo, hier ist nochmal Winkler. Also, ich habe das Tor jetzt gefixt, soweit ich konnte. Allerdings kann ich vor Freitag, da ja Feiertag ist heute, oder morgen, oder wie auch immer, ja nichts machen. Größer. Das wäre also gut, wenn ihr eventuell jetzt die nächsten Stunden, denn ihr noch da seid, und die nächste Schicht, und dann in der Nachtschicht halt wieder und so weiter, ein bisschen darauf achten könnte, dass ihr hier ein bisschen Ärger bestreift, weil wenn nochmal so ein Angriff wie heute Nacht passiert mit 20, 30 Leuten, dann hält das Tor keinesfalls stand und dann überrennen die mich. Das ist, wie gesagt, das war wirklich krank, also und ich gehe halt da auch nicht zurück, ne? Also ich, wenn, dann gehe ich kämpfend unter, auch wenn es beschissen ist. Wie auch immer, jedenfalls wollte ich euch nur Bescheid sagen, dass ihr das Bescheid wisst. Ich konnte es auch nicht besser fixen, weil die mein Schloss kaputt gemacht haben. Da haben sie was reingestopft. Kann es nicht ausmachen, deswegen konnte ich es jetzt bloß vor innen fixen. Ist also, wie gesagt, absolut nichts Narrensicheres. War jetzt auch nur so, Professorin, ich schaue, dass ich nächste Woche dann eventuell das hingerichtet, dass ich dann ein neues Tor mache. Bitte? Genau, ja, ja, klar, logisch. Logisch, aber es wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn ihr da ein paar Mal euch umschaut immer. Weil das hat echt 20.8. Niveau gehabt. Also, das war wirklich, das war der reinste Angriff. Ich habe keine Ahnung, also das waren wirklich, ich weiß nicht, 20 oder 30 Leute, war ja auch dunkel, ich habe es nicht hundertprozentig gesehen und ich war mit anderen Sachen beschäftigt, als die zu zählen. Aber das waren wirklich mindestens, also 20 waren es mindestens. Ich habe erst gedacht, das sind 4, aber auf der Kamera sieht man nachts halt auch nicht viel. Und das waren halt wirklich, die sind dann auch wirklich zu 10, 20, 30 aufs Tor draufgerannt. Also ich habe die Kameraaufnahmen, die sichere ich jetzt auch und alles, kann ich euch dann zukommen lassen morgen. Also heute Nacht, heute Abend dann. Und ich bleibe jetzt im Gegenzug auch noch länger wach. Also ich mache jetzt auch durch. Bis heute, bis morgen, also bis Donnerstag Abend dann. Und hoffe dann, dass ich dann da in Ruhe schlafen kann. Schauen wir mal. Gut. Danke auf jeden Fall. Ne? Das wäre super. Ade. Kennst du die Szene im ersten X-Men, wo man das erste Mal Magneto sieht? Nee. Ärgerlich. Das sind auch so viele Gehirnstalker. Und so ungefähr hat das Niveau hat es gehabt. Also hat wirklich so Holocaust-Niveau gehabt, ganz ehrlich. Und ich sage das deswegen in dem Zusammenhang, weil das eben bei Magneto damals, das ist ja Jude, der Magneto. Und da hat man eben so ein Szenario gesehen. Mal sehen, wie bin ich den Ordner? Es ist der dritte, sechste. 2021 Hater-Angriff. Was? Ja. Wird schon passen, ist ja noch in Ordnung. So, da rein speichern bitte. Zum Bitchenbetragung von dem Ding hier. Und zack. Übrigens möchte ich hier kurz anmerken, ich habe echt Eier. Okay, ich bin gespannt. Also da habe ich es rauflaufen sehen, da bin ich dann auch rausgegangen. Ach übrigens, die haben keine Eier.
Nicht nur, dass die mit 20, 30 Mann da waren, die haben die ganze Zeit gesagt, komm raus. Weißt du, was ich festgestellt habe, nachdem ich, nachdem die weg waren und ich mein Tor fixen wollte? Mhm. Die haben das Schloss genommen, haben es rumgedreht und haben ein Stück Holz oder irgendwas reingerammt, dass ich es nochmal rausbringe. Und ich ganz gemütlich rausgegangen, Kippe angesteckt und dann bin ich hier ganz gemütlich entlang gelaufen. Wirst mich hier gleich laufen sehen, ganz gemütlich und entspannt komme ich da an. Oh, jetzt komme ich. Und sofort geht's zurück natürlich, ne? Also pass auf, ich mache mir ganz gemütliche Kippe an, wirklich langsam und alles und laufe hier ganz gemütlich. Ach, schauen wir, wie viele das sind. Ach, einem habe ich übrigens aufs Maul gehauen. Dem einen haue ich dann aufs Maul auch noch. Ich hab die halt weiterhin beleidigt, ich hab die weiterhin angeschrien, dass die da bleiben, ne? Da, pass auf, gleich kommt's. Gleich kommt's. Achtung, Achtung. Gleich kommt's. Gleich kommt's. Achtung. Achtung und zack. Ich bin groß, ich habe lange Arme. Und der war in Gefahrenzone, hat er bloß nicht gemerkt. Zack, voll aufs Maul. Und ich habe ihn auch getroffen. Ich habe richtig gespürt, wie mein Faust in sein Gesicht eingeschlagen ist. War ein saugeiles Gefühl. Vor allem, der kann mir da mal was machen dagegen. Der kann mich nicht anzeigen. Wenn er mich anzeigt, ist er fertig. So, dann sind sie wieder abgehauen. Ich bin außen, du Hurensohn! Ihr seid 20 gegen einen! Und wollt euch aufspielen, ihr